Herzlich willkommen zu Fit at Home. In der letzten Einheit haben wir die Grundlage für heute und auch das nächste Mal gelegt. Wenn ihr den Inhalt nicht genau kennt, schaut es euch einfach vielleicht nochmal an, denn es geht um den Fuß. Im Kern ist es das, dass wenn eure Fußsohle absenkt, ihr praktisch einen Senkfuß habt, dieses sich immer auf die nachfolgenden Gelenke überträgt. Das bedeutet, die Knie werden einseitig abgenutzt, bekommen Schmerzen, das Hüftgelenk. Wir hatten auch in der letzten Einheit einen Zusammenhang hergestellt zwischen einem abgesenkten Fußbett und Migräne. Und daraus haben wir eine Übung entwickelt, mit der wir heute beginnen werden und auf dieser wir auch heute aufbauen. Deswegen, wir setzen uns jetzt alle und setzen die Füße so, dass wir so circa 1 bis 2 Handbreit Abstand zwischen den Füßen haben. Nach oben gesehen ist das nachfolgende Gelenk, das Kniegelenk und dann das Hüftgelenk auf einer Linie von dem Sprunggelenk über das Kniegelenk zum Hüftgelenk. Vielleicht habt ihr ja auch zu Hause schon genau diese Übung absolviert. Wir korrigieren unsere Körperhaltung. Wir sinken einmal etwas zusammen, richten uns ganz weit auf, werden groß, schauen auf Augenhöhe nach vorn. Im Notfall, wenn ihr nicht so gut zurechtkommt, einmal mit dem Blick nach unten und beginnen, das Handtuch einzukrallen. Das heißt, wir krallen das Handtuch ein, das rutscht ein Stück zu uns heran, fassen mit beiden Füßen nach und wieder. Nachfassen, einziehen, nachfassen, einziehen. Die Orientierung macht bitte weiter. Das letzte Mal war, dass ihr so weit diese Übung ausführt, bis ihr vielleicht ein leichtes Krampfen im Fußbett oder zumindest eine Spannung spürt. Man benötigt hier wie bei jedem anderen Muskel auch eine individuelle Intensität und die ist bei jedem anders. Leute mit einem guten Fußbett können diese Übung häufiger machen. Ist das Handtuch sehr nah ran, schiebt es wieder nach vorn und wir beginnen von vorn. Korrigiert bitte wieder die Knie, eine Linie bis zum Hüftgelenk. Der Oberkörper ist aufrecht und schon geht es weiter. Zieht das Handtuch heran. Die Spannung, die ihr halt im Fußbett dabei spürt, ist die Muskulatur, die jetzt beansprucht wird. Damit spürt ihr also, dass genau diese Übung richtig für diese Zone ist. Jetzt ist es aber so, dass Sitzen eben eine sehr leichte Bedingung ist für das Fußbett. Und wir auf der anderen Seite ja schon aufgrund der Vorübung einen gewissen Trainingsreiz im Gehirn gesetzt haben. Das heißt, wir wissen so in etwa, was wir jetzt eigentlich ansteuern wollen. Deswegen, wenn ihr das Handtuch richtig nah herangezogen habt, kommt mit uns in den Stand und wir stellen uns auf das Handtuch, wenn ihr mit einer Matte gut zurechtkommt, gern auch auf die Matte. Euer Fußbett selber muss ja zum einen das Körpergewicht aushalten und bietet eine Dämpfungsfunktion, wenn ihr joggen tut, gehen tut, was auch immer. Das bedeutet also, auf ihn lastet ein größeres Gewicht als das, was euer Körpergewicht ist. Mal an diejenigen gerichtet, die regelmäßig joggen gehen, bei einem zyklischen Lauf, gerade auch leicht bergab, kommt auf euren Füßen, Knien und Hüftgelenk eine Last an von ca. dem 9-fachen des Körpergewichtes, einfach durch die Geschwindigkeit. Jetzt seht ihr also, wie stark euer Fußbett selber da sein muss. Wir beginnen jetzt, in der Mitte den Fuß hochzuziehen. Ihr seht das daran, dass das Fußgewölbe sich einfach ein wenig nach oben zieht. Wenn zu Beginn die Zehen sich noch etwas einkrallen, ist das absolut in Ordnung, überhaupt kein Problem. Lasst nochmal kurz locker, ihr seht, das Fußbett senkt sich ab, schaut nebenbei mit auf das Sprunggelenk, zieht wieder nach oben, das Sprunggelenk korrigiert sich und versucht einfach mal die Last etwas auszutarieren. Wir machen das noch einmal, sinken im Fußbett ab, ziehen das Fußbett wieder hoch, stabilisieren in der Position, halten also den Fuß und beginnen leicht vom Becken her eine leichte Kniebeuge einzuleiten. Die Arme sind seitlich, wir gehen etwas tief, kommen nach oben, schieben das Becken weit nach vorn, spannen den Po an und lösen wieder leicht auf. Ihr versucht bitte während des gesamten Bewegungsvorganges das Fußbett in der Mitte hochzuziehen. Wenn ihr merkt, es ist abgesenkt,
Lasst kurz locker, entspannt einfach und beginnt von vorn das Fußbett anzuziehen und die Bewegung weiter auszuführen. Ihr könnt auch etwas tiefer gehen. Kommt wieder nach oben, schiebt ruhig das Becken etwas nach vorn und löst wieder auf. Wir haben jetzt also zum einen diese Trainingsübung für das Fußbett und zum anderen schon ein Training für die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur. Geht tief, kommt nach oben, spannt den Po an und löst langsam wieder auf. Klasse. Zweimal noch und wir stoppen die Bewegung. Nehmen die Hände an das Becken, strecken das Kniegelenk und schieben das Becken weit nach vorn. Wir lösen langsam auf und gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Und zwar versuchen wir, das Fußbett in der Mitte hochgezogen zu halten und verlagern das Körpergewicht. Das bedeutet, schaut bitte wieder zu den Füßen, zieht in der Mitte den Fuß hoch, also so, dass praktisch diese Punkte sich annähern, das Fußbett in der Mitte nach oben kommt, haltet es in dieser Position. Der Oberkörper ist aufrecht, die Arme sind seitlich und beginnen das Körpergewicht einfach mal etwas nach rechts und nach links zu verlagern. Nach rechts und nach links. Das bedeutet jetzt also, ihr habt das volle Körpergewicht oder fast das volle Körpergewicht immer auf einer Fußbettseite. Wahrscheinlich, wenn dieses Üben sehr neu für euch ist, kommt ihr jetzt an den Punkt, wo ihr das Fußbett selber nicht mehr halten könnt. Deswegen ist das auch für uns der Punkt, wo wir jetzt mit dem Fuß aufhören. Wenn ihr gut zurechtkommt, konzentriert euch weiter darauf, den Fuß hochzuziehen und baut einfach damit die nachfolgenden Übungen auf. Wir wandern eine Etage höher, kombinieren Hüftgelenk und Oberkörper. Und zwar versuchen wir, ein Bein weit nach hinten zu setzen, die Arme nach oben zu führen, lösen auf und wechseln die Seite. Wir beginnen linkes Bein, beide Arme. Wir gehen weit nach oben, setzen zurück, wechseln die Seite und wieder zurück. Wechseln die Seite, klasse. Wechseln die Seite. Wenn ihr immer noch etwas Konzentration auf den Fuß lassen könnt, macht das ruhig. Gerade im Standbein, also im vorderen Bein, könnt ihr dieses Haupttraining weiter fortführen. Wenn nicht, ist das nicht so schlimm. Wir haben ja schon die ersten 5 Minuten unserer Zeit im Fußbett gewidmet und versuchen das über die nächsten Einheiten immer weiter einzubauen. Wir gehen tiefer, aktivieren dadurch die Gesäßmuskulatur etwas mehr, gehen tiefer, klasse, gehen tiefer, noch einmal auf beiden Seiten, sehr schön, stoppen die Bewegung und korrigieren nochmal die gesamte Haltung. Wir schauen zu den Füßen, wenn ihr könnt, zieht in der Mitte etwas hoch. Arretiert das Becken, sinkt leicht in euch zusammen und beginnt langsam vom Becken über die Lendenwirbelsäule bis zum Kopf euch aufzurichten und senkt die Arme ab. Wir nehmen beide Hände hinter das Becken, ziehen die Schultern nach hinten, versuchen also auch hier die Alltagsbelastung etwas aus dem Körper zu nehmen. Der Hinterkopf ist der höchste Punkt. Und wir ziehen die linke Schulter nach unten, der Kopf geht nach rechts. Lösen langsam auf, wechseln die Seite und lösen auch hier langsam wieder auf. Wenn euch die Übungen von der Aktivität heute etwas zu wenig war, packt doch einfach eine der vorangegangenen Serien, die euren Schwerpunkt treffen, mit dazu. Vielleicht den Bauch und den Po oder den oberen Rücken. Aber belasst bitte gemeinsam mit uns das Thema auf den Füßen, denn ihr wisst, die Ursache oder der Beginn vieler Fehlhaltungen ist jetzt von den Füßen. Also wir ziehen das gemeinsam durch und ihr werdet sehen, in wenigen Einheiten haben wir gemeinsam alle ein super Fußbett. Dann bis dahin, bis bald.